Katholisch 1 TV, das Magazin, heute unter anderem mit diesen Themen. Das Jahr des Glaubens endet und ein Papstschreiben kommt. Wie kann der Glaube in Zukunft weitergegeben werden? Bischof Nikolaus, ein Heiliger, der bis heute große Faszination ausübt. Und kein Beruf wie jeder andere. Seit 40 Jahren gibt es im Bistum Augsburg Pastoralreferenten. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen am zweiten Adventssonntag. Vor zwei Wochen wurde im Vatikan das Jahr des Glaubens mit einer Papstmesse beendet. Kurz darauf veröffentlichte Papst Franziskus ein apostolisches Lehrschreiben, das die Menschen bewegt und aufrüttelt. Genau zum richtigen Zeitpunkt, sagen viele. Denn das Jahr des Glaubens ist zwar offiziell vorbei, trotzdem muss es auch darüber hinaus weitergehen. Die unzähligen Veranstaltungen und Aktionen im Themenjahr sollen nicht einfach abgehakt sein. Deshalb fand die feierliche Abschlussvesper im Augsburger Dom auch bewusst eine Woche später statt als im Vatikan. Nämlich am Vorabend des ersten Adventssonntags, dem Beginn des neuen Kirchenjahres. Bestimmt fühlten sich viele bei der feierlichen Vesper an die Osternacht erinnert. Der Beginn im dunklen Dom, die meditativen Gesänge, dann wurde es nach und nach heller. Beginnend mit der ersten Kerze am Adventskranz, von deren Licht alle Gläubigen ihre Kerzen entzündeten. Das Jahr des Glaubens, es geht weiter. Unter diesem Leitgedanken fand diese Feier bewusst am Beginn des neuen Kirchenjahres statt. Glaubensweitergabe und Neuevangelisierung bleiben als Herausforderungen für die Kirche. Ich bin dem Institut für die Neuevangelisierung sehr dankbar für die große Aktivität und für das Engagement in diesem Jahr des Glaubens. Aber wissen Sie, das Brot wächst in der Winternacht und wir können nicht immer sofort alles gleich abrechnen. Das ist ein Wesensmerkmal unserer Verkündigung, dass der eine sät, der andere erntet. Und dass wir nie müde werden dürfen, zu säen, zu säen, zu säen. Da, wo ich hingekommen bin und was ich so gehört habe, ich glaube schon, dass sich ein neues Bewusstsein gerade entwickelt. Die Ansätze, die schon da sind, also missionarisch Kirche zu sein, die fortzusetzen und neue Impulse zu setzen. Und einfach zu schauen, wir gehen raus, wir schauen, wer ist noch nicht bei uns und wer ist so nicht auf dem Weg und wen können wir mitnehmen. Und diese Überlegungen anzustellen und sich nicht selbst zu genügen. Und das wurde tatsächlich in vielen Pfarreien und Einrichtungen des Bistums umgesetzt. Zum Beispiel in Zusmarshausen, in Augsburg Herz Jesu, in Friedberg, bei der Caritas Behindertenhilfe, wie drei Männer und eine Frau in ihren Glaubenszeugnissen berichteten. Das Licht des Glaubens ist in unserer Pfarrgemeinde aufgestrahlt. Nach den Gottesdiensten am letzten Wochenende haben wir unsere Gemeindemitglieder gefragt, wo sie denn das Licht des Glaubens in unserer Gemeinde St. Jakob in Friedberg sehen. In den Menschen unserer Gemeinde. Das war die häufigste Antwort. Sie sind es, die sich für Gott und die Welt engagieren. Das Licht des Glaubens weitergeben und die Tür des Glaubens offen halten. Dieser Symbolik wurde mit einer Lichterprozession Ausdruck verliehen. Die Gläubigen zogen durch das nördliche Seitenportal hinaus in die Dunkelheit der Stadt und dann durch das große Bronzetor wieder in den Dom hinein. Im Zentrum der Predigt des Augsburger Bischofs stand das apostolische Schreiben von Papst Franziskus, Evangelii Gaudium, Freude des Evangeliums, das der Bischof allen Gläubigen ans Herz legt. Es knüpft an die Synode zur Neuevangelisierung vom Oktober 2012 an und ist jetzt zum Ende des Jahres des Glaubens erschienen. Der Stil einfach und verständlich, der Inhalt offen und schonungslos. Wir können unmöglich einfach so weitermachen wie bisher und sagen, es wird schon irgendwie gehen, sondern wir müssen wirklich alle Anstrengungen bündeln. Das ist eine Forderung, die nicht neu ist, aber die man wirklich immer wieder ganz neu und ganz radikal auch stellen muss und der man sich auch stellen muss. Das heißt nicht, dass man deswegen alles über Bord wirft, was man bislang getan hat. Das Gute sollte man in jedem Fall und das Bewährte behalten, aber dass man immer wieder überprüft,
Franziskus hat es so formuliert, im Spiegel dessen, was Christus uns als sein Vorbild hinterlassen hat, ob wir denn diesem Vorbild in dem, was wir tun, in dem, wie wir handeln, wirklich noch genügen. Auch der Bischof warnte vor voreiligen Interpretationen und Fehldeutungen. Man solle den knapp 200-seitigen Text genau lesen, studieren und meditieren. Er sei nicht an andere gerichtet, sondern an dich und mich, so Stasa. An uns, an dich und an mich. Es sind manchmal so Worte, zum Beispiel in einem Abschnitt, unterstreicht der Heilige Vater immer wieder dann zum Schluss, lassen wir uns die Hoffnung nicht nehmen, lassen wir uns den Mut zur Evangelisierung nicht nehmen, lassen wir uns den Glauben nicht nehmen. Das sind so Kernworte hier, mit denen man ermutigt wird und die man einfach immer wieder auch mal hören muss und selber auch sagen muss den anderen. Das kann man nicht alles selbstverständlich voraussetzen. Die Kerzen, die die Gläubigen bei der Vesper entzündet hatten, wurden auch wieder mit in die Pfarreien genommen. Der Bischof bat darum, sie an einen besonderen Ort in der Pfarrkirche zu stellen, als Erinnerung daran, dass alle berufen sind, das Licht des Glaubens aufstrahlen zu lassen. Ein Glanzlicht, und da werden Sie mir sicherlich recht geben, das sind auch unsere Adventswichtel, die Kinder der katholischen Franz-von-Assisi-Schule in Augsburg. Schauen Sie mal, welchen Begriff die Erst- und Zweitklässler heute versuchen werden, Ihnen zu erklären. Wir sind die Adventswichtel. Der ist rot angezogen und der kommt am 6. Dezember und der hat auch einen Stab. Der hat einen weißen Bart. Und eine Brille auf. Und er hat auch noch Rentiere. Und eine Mitra. Die Hydra, das ist die große Mütze, die er hat. Ja. Und er hat einen roten Mantel. Er hat große Stiefel an. Man muss die Schuhe das tun, dann tut er am nächsten Tag etwas rein. Und es ist am 6. Adventstag. Der hat eine rote Mütze an. Und er fährt auch mit dem Schlitten und hat Rentiere vorne dran. Und der bringt den Kindern schöne Geschenke. Schwarze Stiefel, roter Mantel, Rauschebart und die Mitra auf dem Kopf. Klar, gemeint ist natürlich der heilige Nikolaus. Und dem ein oder anderen von Ihnen wird er in diesen Tagen rund um den 6. Dezember sicherlich mal über den Weg gelaufen sein. Vor allem bei Kindern ist er als der Mann mit den Süßigkeiten beliebt, der aber auch gerne mal kleine Rügen verteilt. Seinen Ursprung hat der Nikolaus im türkischen Myra des 4. Jahrhunderts. Schon bald wurde der Bischof dort wegen seiner Güte und Kinderliebe verehrt. Heute kennen wir den heiligen Nikolaus, deshalb vor allem als Schutzheiligen der Kinder. Aber nicht nur Kinder freuen sich über sein Kommen. 1,90 Meter groß, 90 Kilo schwer und 48 Jahre alt. Eigentlich ist an Joachim Drechsel nichts Ungewöhnliches zu finden. Doch einmal im Jahr geschieht mit ihm eine ganz eigenartige Verwandlung. Und kaum hat man sich verguckt, ist aus dem Lehrer für Mathematik und Physik der heilige Nikolaus mit Rauschebart und Mitra geworden. Ich bin damals im Studentenservice im Arbeitsamt Augsburg zu diesem Job gekommen. Ich habe mich nicht beworben, sondern jemand hat zu mir gesagt, du wirst Nikolaus. Und somit habe ich den Job angefangen. Und es ist so ein schöner Job, mit den Kindern zu arbeiten und auch zu den Familien zu gehen, die Kinder zu beschenken, dass man einfach dabei geblieben ist. Und nicht ohne eine Portion Stolz darf sich Joachim Drechsel heute auch als Dienstältester Nikolaus der Augsburger Agentur für Arbeit bezeichnen. Sie ist sein Auftraggeber und die einzig noch verbliebene Agentur in Bayern, die überhaupt noch Heilige entsendet. Ich persönlich habe gesagt, solange ich hier bin, will ich die Nikolausvermittlung haben. Warum? Weil wir als Agentur damit eigentlich doch auch eine Botschaft in die Lande geben. Wir sind also als Dienstleister für die anderen Menschen da. Und hier kann ich über die Nikoläuse auch eigentlich diese Botschaft rüberbringen. Die Agentur ist sozusagen von einem sozialen Auftrag auch mitbestimmt. Und deshalb, denke ich, ist man gut beraten, dieses eben jedes Jahr so weiterzumachen. Und ich bin auch froh, dass wir auf diese Art und Weise wirklich in die Öffentlichkeit gehen können.
Und genauso wie die Nikolausvermittlung hier noch Tradition hat, wird seit jeher auch auf die Ausstattung der Männer Wert gelegt. Echte Nikoläuse und keine kommerziellen Weihnachtsmänner mit Zipfelmütze sollen es sein. Schließlich geht es hier um den heiligen Nikolaus von Myra, einen Bischof, der zahlreiche Wunder bewirkt haben soll. So heißt es in einer der vielen Legenden über ihn, dass er während einer großen Hungersnot den Kapitän eines Getreideschiffs, der gerade auf Durchfahrt war, dazu brachte, einen Großteil seines Korns an die Hungernden abzugeben. Trotzdem wurde das Schiff danach nicht leichter, denn die Sorgen und Nöte der Armen, so heißt es, seien dort zurückgeblieben, dank des wundertätigen Heiligen. Und auch viele Jahrhunderte später geht es noch darum, Gutes zu tun. Dabei müssen es nicht immer die ganz großen Wunder sein. Auch die Kleinigkeiten zaubern ein Lächeln ins Gesicht, wie hier auf dem Wochenmarkt in Augsburg-Hochzoll. Ganz egal, ob es nun die kleinen Besucher sind, die dem Nikolaus ganz ehrfürchtig entgegentreten, oder die Standbetreiber, deren Arbeit mit einem kleinen Dankeschön gewürdigt wird. Wenn es Kinder sind, ist es immer noch der Glaube, der an den Nikolaus aufrecht zu erhalten ist. Ja, wir stehen also stellvertretend für den Nikolaus von damals. Bei den Erwachsenen ist es eigentlich so, die wissen ja, dass da ein verkleideter Mann dahinter steckt. Aber trotzdem ist es ein schöner Brauch. Und sie müssen trotzdem dem Nikolaus ja irgendein Gedicht oder ein Lied singen, wie sie es eben im Beitrag vielleicht gesehen haben. Und das ist dann auch was Schönes für den Nikolaus, wenn er ihnen am Schluss dann was gibt. Das ist so ein Geben und Nehmen und das macht die ganze Sache ein bisschen reizvoll. Seit vielen Jahrhunderten ist der heilige Nikolaus nun schon als Gabenbringer unterwegs. Und die Botschaft, die er neben Nüssen und Apfelsinen noch im Gepäck hat, ist seit jeher immer noch aktuell. Sie heißt Mitmenschlichkeit. Ein Menschenfreund mit Botschaft also, der ganz nebenbei das Warten auf Weihnachten auch noch ein bisschen versüßt. Und jetzt geht es bei uns weiter mit den Nachrichten der vergangenen Woche. Im Bistum Augsburg stehen zum 1. April 2014 wichtige personelle Veränderungen an. Der Regens des Augsburger Priesterseminars Martin Straub wird zum 1. September die Leitung der Pfarreiengemeinschaft Föhringen übernehmen. Neuer Leiter des Priesterseminars wird Domkapitular Michael Kreuzer, derzeit Leiter des bischöflichen Seelsorgeamtes und des Haus St. Ulrich. Kreuzers Aufgabenbereich wiederum wird Domdekan Prälat Bertram Meyer übernehmen, der momentan Leiter der Hauptabteilung Kirchliches Leben ist. Meyer wird außer dem jetzt für ihn neuen Bereich Seelsorge, aber auch weiterhin für Ökumene und interreligiösen Dialog zuständig sein. Meyers Nachfolger, vor allem im Bereich Weltkirche, Aktion Hoffnung und Stiftung Eine Welt, übernimmt der Weilheimer Stadtpfarrer Ulrich Lindl. Wer künftig seinen Platz in Weilheim einnimmt, ist derzeit noch offen. Wir werden aber alles dafür tun, so Bischof Konrad Starsa, die Pfarreiengemeinschaft dort zum 1. April wieder zu besetzen. Basicle, so heißt ein neuartiges Projekt des bischöflichen Jugendamtes, das im Herbst 2014 an den Start geht. Es handelt sich um ein christliches Orientierungsjahr, das speziell auf junge Männer und Frauen zwischen 18 und 25 Jahren zugeschnitten ist, die sich nach dem Schulabschluss oder einer Berufsausbildung neu orientieren wollen. Die Jugendlichen werden zusammen in einer WG in der Altstadt leben, sich mit verschiedenen Studienfächern beschäftigen, wie zum Beispiel Theologie und Sozialethik. Außerdem werden sie in verschiedenen sozialen Einrichtungen Praktika absolvieren. Nähere Informationen zum Basicle-Orientierungsjahr gibt es ab sofort beim bischöflichen Jugendamt. Mit einem feierlichen Gottesdienst haben die Dominikaner in Augsburg am vergangenen Wochenende nicht nur den ersten Adventssonntag und den Beginn des neuen Kirchenjahres gefeiert. Im Mittelpunkt stand an diesem Tag vor allem die Wiedereröffnung der frisch renovierten Wallfahrtskirche Heiligkreuz. Nach rund 8 Monaten ist das Gotteshaus im Herzen Augsburgs nun wieder für alle Besucher geöffnet. Die Kirche war einfach neu zu streichen. Das Wasser ist durch die Fenster, durch die undichten Fenster hereingelaufen. Die Elektrik war auf dem Stand der 70er Jahre. Und auch die Kunst hat genauso gelitten. Unsere berühmten Gemälde von Paul Rubens und Schule, die werden erst nächstes Jahr hereinkommen im Laufe des Sommers. Die werden hier oben restauriert. Aber es ging darum, einfach wieder einen würdigen und schönen gottesdienstlichen Raum zu schaffen, auch für die vielen Beter, die täglich hierher kommen. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein war die Heiligkreuzkirche eine der bedeutendsten Wallfahrtskirchen des Bistums.
Heute ist sie eine Nebenkirche des Doms ohne feste Pfarrgemeinde. Viele Menschen schätzen die katholische Heiligkreuzkirche, weil sie dort täglich die Beichte ablegen können. Genau heute vor 200 Jahren wurde Adolf Kolping in Köln geboren. Der katholische Priester und Sozialreformer gründete mehrere Gesellenvereine und Häuser, aus denen 1935 das Kolpingwerk hervorging. Kolping vertrat die Ansicht, dass sich die Kirche nicht von der sozialen Frage zurückziehen dürfe. Das Kolpingwerk ist in vielen sozialen Bereichen aktiv, beispielsweise in der Jugend- und Erwachsenenbildung. Etwa 19.000 junge Menschen nehmen jährlich an Berufsvorbereitungs- und Ausbildungsmaßnahmen bei Kolping teil. Außerdem gibt es Kolping-Familienferienanlagen und Freiwilligendienste. Organisiert ist Kolping in 27 Diözesanverbänden mit etwa 2.700 örtlichen Kolping-Familien und insgesamt rund 250.000 Mitgliedern. Das Kolpinghaus in der Augsburger Frauentorstraße war der erste bayerische Gesellenverein, bei dessen Gründung Adolf Kolping 1852 persönlich beteiligt war. In dieser Woche war der Gedenktag der heiligen Barbara, die im 3. Jahrhundert in Kleinasien lebte. Weil sie sich gegen den Willen ihres Vaters zum Christentum bekannte, ließ er sie enthaupten. Eine grausame Geschichte, auf die aber heute ein schöner alter Adventsbrauch zurückgeht. Mitten im Winter holt man sich kahle Zweige ins Haus, die dann aufblühen sollen, die sogenannten Barbara-Zweige. Die Legende besagt, dass die Heilige auf dem Weg ins Gefängnis mit ihrem Gewand an einem Zweig hängen blieb. Sie stellte ihn in ein Gefäß mit Wasser und er blühte genau an dem Tag, an dem sie zum Tode verurteilt wurde. Am 4. Dezember stellen wir diese Barbara-Zweige auf. Das ist entweder Kirsche, Forsythie oder Pflaume, also irgend so ein blühendes Gehölz, und stellen sie in warmes Wasser, und am heiligen Abend, laut Legende, sollte das dann blühen. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Aber wie Legenden sind, das ist ja nicht historisch belegt, ist es wie dieses kleine Wunder, dass an Weihnachten etwas blüht, obwohl die Natur ruht und gar nichts hervorbringt. Im Volksglauben gilt das Aufblühen als Symbol für Glück. Ob auch unsere Zweige in der Redaktion aufblühen, das erfahren Sie in der Sendung am 29. Dezember. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit einem Jubiläum, etwas für Augen und Ohren und einer spannenden Reise. Was es mit all dem auf sich hat, das erfahren Sie gleich. Bleiben Sie also dran. Die Stimme des katholischen Deutschlands, die katholische Sonntagszeitung. Jede Woche Interessantes und Wissenswertes aus der katholischen Weltkirche und von hier bei uns. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Jetzt kostenlos testen. Es ist kein Beruf wie jeder andere. Pastoralreferenten sind in den Gemeinden oder in der Seelsorge tätig. Sie begleiten, sie beraten und versuchen stets, den Glauben lebendig zu halten und ihn an ihre Mitmenschen weiterzugeben. Die Bezeichnung Pastoralreferent und das damit verbundene Berufsbild wurden in der katholischen Kirche erstmals in den 70er Jahren durch die Würzburger Synode festgelegt. Der Anstoß dazu kam durch die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Gaudium et Spes, Freude und Hoffnung. Darin wurden Christen ermutigt, Theologie zu studieren und danach hauptberuflich in den pastoralen Dienst einzusteigen. Im Bistum Augsburg haben die Pastoralreferenten jetzt ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Ob nun Klinik- oder Betriebsseelsorger, als Mitarbeiter in der City-Pastoral oder in der Hochschulgemeinde, sie sind aus dem kirchlichen Leben einer Pfarrgemeinde nicht mehr wegzudenken. Allein im Bistum Augsburg gibt es derzeit fast 170 Frauen und Männer, die als Pastoralreferenten in der Pfarrseelsorge tätig sind, stets ganz nah bei den Menschen. Im Haus St. Ulrich in Augsburg haben sie jetzt ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Ist interessant, wenn man die 40 Jahre jetzt zurückschaut. Der erste Kollege wurde eingestellt als Theologe im pastoralen Dienst und das war so ein Mädchen für alles. Er lebt leider nicht mehr, aber er hat mir mal erzählt, ich habe alles gemacht, vom Fahrbriefdrucken bis zum Krankenbesuch. Erst dann im Laufe der Zeit hat man dann gemerkt, wir brauchen für bestimmte Bereiche Personen, Frauen und Männer, auch das ist wichtig, dass beide Geschlechter da vertreten sind,
die eben qualifizierter zu bestimmten Themen Stellung nehmen können. Und so hat sich das in den vergangenen 40 Jahren immer weiter aufgefächert. Heute gibt es rund 50 konkrete Bereiche, wo Pastoralreferenten ihren Dienst am Menschen leisten. Ich glaube, es ist deswegen wichtig, weil wir in speziellen Kategorien tätig sind. Das heißt, in Spezialbereichen oder in Bereichen, wo ja, Menschen an so Wendepunkten stehen. Also ich bin selber in der Hochschulpastoral tätig und es ist ja auch gerade so eine Schnittstelle vom Schülersein oder vom Jugendlichensein hin zum Erwachsenenwerden, zu schauen, wohin will mein Weg gehen und da die Menschen zu begleiten. Das, glaube ich, das ist so die Aufgabe der Pastoralreferenten und Referentinnen bei uns im Bistum. Ich bin Klinikseelsorgerin in Stamberg und von daher gehöre ich genau dahin und arbeite im Ausbildungsteam von einem Hospizverein mit. Also ich gehöre dahin, wo Menschen suchen und wo sie hoffentlich zu Gott finden. Das ist mein Platz. Im Prinzip gefällt es mir, dass es ein sehr vielseitiger Arbeitsbereich ist mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die sich in den kirchlichen Grunddiensten in den Gemeinden vor Ort engagieren. Das ist eine Förderung von sogenannten benachteiligten Jugendlichen. Und dass die Kirche sich dafür einsetzt mit Manpower, das ist, halte ich für ihrem Auftrag gemäß. Was bei uns sehr schön ist, wir können eben für gerade für Kranke, Schwache was tun und das auch niederschwellig. Also das ist ein Haus, das liegt direkt am Klinikum und viele Leute kommen zu uns, weil sie da auch am Klinikum zu tun haben oder weil sie krank sind und ja, das macht mir viel Spaß. Und das ist es, was jeden Einzelnen von Ihnen tagtäglich antreibt. Die Freude an der Arbeit mit den Menschen. Und so können die Pastoralreferenten an diesem Tag nicht nur zufrieden zurück, sondern auch voller Optimismus nach vorne schauen. Sie ist das Symbol einer tief verwurzelten Frömmigkeit. Im Oberallgäu gibt es eine Kapelle, die von einem Mann und seiner Familie von A bis Z selbst erbaut wurde. Nach langer Planung und 7 Jahren Bauzeit wurde die Bruder-Klaus-Kapelle von Familie Jörg 1990 schließlich eingeweiht. Bis heute ist sie ein beliebtes Ausflugsziel für Besucher aus nah und fern. Neben dem jährlichen Patroziniumsgottesdienst und gelegentlichen Taufen der Pfarrei Rettenberg finden dort auch immer wieder Andachten statt. Diese Woche war eine Schulklasse vor Ort, um dort eine kleine Adventsandacht zu feiern. Für uns die ideale Gelegenheit, Ihnen diese ganz besondere, selbstgemachte Klaus von der Flüe-Kapelle einmal vorzustellen. Die Kombiklasse 1-2 der Rettenberger Grundschule auf dem Weg zu einem Ausflug. Im Rahmen des Unterrichts möchte Edeltraut Stampfer mit ihren Schülern heute eine ganz besondere Adventsandacht abhalten. Dazu geht's hinauf zur Bruder-Klaus-Kapelle. Wetter könnte nicht besser sein für so eine winterliche Wanderung. Und so sind die Kinder auch bester Laune und voller Erwartung. Schon von Weitem ist die Klaus von der Flüe-Kapelle der Familie Jörg zu sehen. Da kann jeder schon mal einen Blick erhaschen. Klassleiterin Edeltraut Stampfer stimmt ihre Schüler adventlich ein, erklärt, dass es dabei darum geht, sich auf den Weg zu machen, hin zur Weihnacht. Nach gut 20 Minuten ist das Ziel erreicht und auch Maria und Hermann Jörg erwarten den Besuch der Schulklasse bereits. In stimmungsvoller Atmosphäre lassen sich Kinder wie Erwachsene auf vorweihnachtliche Momente ein. Hermann Jörg freut sich, wenn seine Kapelle mit Leben erfüllt wird. Der heute 76-Jährige hat 7 Jahre lang seine gesamte Freizeit hier hineingesteckt. Nach langem Hin und Her konnte er 1983 mit dem Bau endlich beginnen. Als gelernter Bildhauer, Schreiner und Steinmetz waren die beruflichen Voraussetzungen gegeben und der Entschluss saß tief. Mit dem Gedanken haben wir uns ja viele Jahre vor Beginn befasst, dass wir eine Kapelle bauen. Also die ist nicht aufgrund von einem Geliebten entstanden, wie die meisten Leute meinen oder sehr viele. Nein, das ist nicht so. Es muss ein Mensch erst recht recken kommen, dass er sich entschließt, um eine Kapelle oder sonst was bauen. Das ist also freier Wille von uns beiden. Diese völlig selbst errichtete Kapelle beeindruckt auch die Kinder. Vor allem die Holzfiguren sind ihnen ins Auge gefallen. Alle von Hand geschnitzt und aus einem Holzblock gefertigt. Ich habe praktisch meine Gedankenwelt verewigt.
was für mich wichtig ist. Das ist der Schutz da von der Barbara und dann hat Familienschutz sowieso vom Erzengel Michael. Und da Bruder Klaus natürlich, klar, weil es ist ja die Kapelle geweiht und Bruder Klaus. Und Schutzengel sowieso, Erzengel Michael dahinter. Den haben wir schon lange vorher gehabt. Dann war er weil er bei uns im oberen Haus gegangen und dann haben wir das halt noch. Die Nische haben wir ja so gemacht, dass er da Platz hat. Als herausragendste Arbeit in der Kapelle gilt Jesus am Kreuz mit einer durchbrochenen Dornenkrone. Nach spätgotischem Vorbild wollte Jörg hier etwas ganz Besonderes machen. Doch das ist nicht das einzige Meisterwerk. Der große Kranz ist aus einem Stück gemacht. Den hat der Sohn Michael gemacht. In 345 Arbeitsstunden. Und so sind es viele kleine und große Werke, die den Reiz dieser Kapelle der etwas anderen Art ausmachen. Alles in allem sicherlich ein Gesamtkunstwerk mit unvorstellbarer Leistung. Bis auf die Fenster, den Strom und die Turmspitze ist hier wirklich alles Marke Eigenbau. Selbst die Steine für den Mauerbau hat die Familie selbst geholt. Für das Ehepaar Jörg sind die Erinnerungen noch taufrisch. Unterstützt von ihren Kindern haben die beiden damals ihr ganzes Herzblut in diese Kapelle gesteckt. Für Hermann Jörg ist ihre Bedeutung daher umso größer. Ist auf jeden Fall mein Lebenswerk. Ein Lebenswerk, das von tiefem Glauben zeugt und mit viel Liebe zum Detail gemacht wurde. Für den Besucher jedenfalls ist es ein ganz besonderer Ort der Inspiration und Ruhe. Und auch die Schulklasse hat sich bei ihrer Andacht hier sehr wohl gefühlt. Für die Kinder heißt es nun aber wieder Abschied nehmen. Für heute war es ein gelungener Adventsausflug an diesem sonnigen Dezembertag hoch oben über Rettenberg. Beschwingt tritt die Gruppe ihren Rückweg an und die Bilder der Bruder-Klaus-Kapelle klingen in den Köpfen bestimmt noch ein wenig nach. Schon mehrmals haben wir in unserer Sendung über den SKM berichtet, der ursprünglich Sozialdienst katholischer Männer hieß und sich heute Katholischer Verband für soziale Dienste nennt. Die Mitarbeiter kümmern sich um Wohnungslose, um Haftentlassene. Sie betreiben zum Beispiel eine Wärmestube und haben einfach immer ein offenes Ohr. Dass es im Leben nicht nur die berüchtigte Abwärtsspirale gibt, sondern es auch immer wieder aufwärts geben kann, auch das erleben die Mitarbeiter bei ihren Klienten, wie sie sagen. Bei den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des SKM im Kurhaus in Göggingen haben wir einen Mann getroffen, der genau das geschafft hat. Den Weg zurück in die Gesellschaft. Andreas Neubauer hat es geschafft. Er hat sich inzwischen wieder nach oben gearbeitet und ist damit einer von vielen Menschen, die der SKM in Augsburg während der vergangenen 3 Jahrzehnte helfen konnte. Vor 2 oder 3 Jahren musste ich Sozialstunden fürs Gericht machen, habe die beim SKM angefangen. Hab dann damals auch meine Wohnung verloren und ja, so bin ich zum SKM gekommen. Also erst haben sie mich aufgenommen dort, haben mir eine Wohnung gegeben bzw. ein Zimmer und dort durfte ich dann wohnen, bis ich was gefunden habe. Haben sich ja, liebevoll um mich gekümmert, so mit meinen ganzen Komplexen und Problemen, die ich damals hatte. Ja, sind die mir entgegengekommen, haben mir die Chance gegeben, nochmal einzusteigen in das ganze Leben sozusagen. Eigentlich eine etwas zwiespältige Feier. Denn einerseits ist es gut für betroffene Menschen, dass der SKM Augsburg seit 30 Jahren helfen kann. Andererseits ist es bedauerlich, dass das überhaupt notwendig ist. Ein Aufgabenschwerpunkt des Verbands ist die Arbeit mit wohnungslosen Menschen. Ja, das denke ich so einer der Klassiker, der dann einfach über Arbeitsverlust die Wohnung verliert, weil die dann nicht mehr zu halten war. Er sich überlegen muss, womöglich. Jetzt garniere ich es noch mit einer Scheidung, dann eben die Partnerschaft auseinanderging. Er sich dann überlegen muss, wo kann ich denn die nächsten Wochen, Monate bleiben. Eventuell auch Freundschaften auseinandergingen, also auch keine Bekannten oder Freunde ihn aufnehmen. Dann bleibt der Weg zu einer sozialen Einrichtung wie der Wärmestube. Statt einer Festschrift zum Jubiläum gibt es ein Buch. Der Titel: Früher hast du gedacht, du nicht. Darin enthalten sind die ungeschönten Lebensgeschichten von Menschen, die an irgendeinem Punkt ihrer Biografie Kontakt zu dem Sozialverband hatten. Eine der Nachrichten darin: sozialer Abstieg kann jeden treffen.
Es waren Menschen, die ich zum Teil auch gekannt habe aus meiner alltäglichen Arbeit beim SKM. Allerdings haben sie mir Sachen erzählt, von denen ich auch nicht gewusst habe. Und überraschend, besonders überraschend war die Interviewsituation an sich. Es waren Interviews, es waren Situationen, in denen Menschen geweint haben. Es waren Situationen, in denen Menschen ihr Leben reflektierend gelacht haben. Es war voll von Emotionen. Eines der Herzstücke zum 30-jährigen Jubiläum war ein Benefizkonzert im Parktheater im Kurhaus Göggingen. Dessen Gewinn fließt in das Streetworker-Projekt des SKM. Unterstützt wurde es dabei von internationalen Künstlern. Und auch eine Ausstellung mit Bildern zu den Themen Musik und Tango wollte dem SKM helfen. Eine Hilfe, die Andreas Neubauer unterstützt hat, als er sie brauchte. Bei mir war das jetzt nicht ganz so dramatisch, weil ich immer irgendjemand hatte, wo ich halt schlafen konnte mal oder hier, da, dort mal hin konnte. Aber ja, der Moment ist nicht schön, wenn man weiß, dass man eigentlich sonst nirgends mehr hin kann. Und dann ist man eigentlich froh, wenn man jemanden findet, der sich da noch kümmert, der sagt, okay, auch dich nehmen wir auf. Seit 3 Jahrzehnten gibt es den SKM Augsburg nun schon. 3 Jahrzehnte, in denen der Sozialverband dank Spenden und solcher Benefizkonzerte schon manchem Bedürftigen in der Vogelstadt helfen konnte. Im August nächsten Jahres ist es wieder soweit. Unter dem Motto frei, darum ist es erlaubt, Gutes zu tun, machen sich tausende Ministranten aus ganz Deutschland auf den Weg nach Rom. Mit dabei werden auch viele junge Leute aus dem Bistum Augsburg sein. Denn bereits jetzt, mehr als ein halbes Jahr vorher, sind viele Anmeldungen für die Wallfahrt eingegangen. Rom, das ist natürlich der Petersplatz, wo die wöchentlichen Audienzen des Papstes stattfinden. Rom, das ist der Petersdom, der Vatikan überhaupt. Rom ist aber vor allem auch eine Stadt voller Geschichte, voller Religion, voller Lebensfreude und immer auch voller Menschen aus allen Ecken der Erde. Rom ist sehenswert, klar. Und eben deshalb kommt für die 7-tägige Ministrantenwallfahrt im nächsten Jahr auch nur dieses eine Ziel in Frage. Der große Reiz dabei wird sein, dass man einfach vielen Ministranten begegnet aus unterschiedlichen Diözesen, aus unterschiedlichen Pfarreien, aus unterschiedlichen Gemeinden und dass man gemeinsam zusammen in Rom ist und da einfach verschiedene Dinge unternimmt, wie eben beten, aber auch einfach die Stadt Rom erkunden. Das mit einer so großen Gruppe gemeinsam zu machen, ich denke, das ist ein beeindruckendes Erlebnis für die Ministranten. Es wird auch wirklich ein Programm geben, wo auch wirklich die Ministranten sich aus den unterschiedlichen Diözesen auch begegnen werden. Die Ministrantenwallfahrt nach Rom findet vom 3. bis zum 9. August 2014 statt. Auf dem Programm stehen verschiedene Stadtbesichtigungen, außerdem Ausflüge ins Umland und viel Zeit für Begegnung und Austausch. Die Highlights werden aber sicherlich der Gottesdienst mit dem Augsburger Weihbischof Florian Wörner in St. Paul vor den Mauern und die Audienz mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz sein. Wer sich für die Rom-Wallfahrt interessiert, kann sich anmelden, und zwar beim Bischöflichen Jugendamt in Augsburg. Das Anmeldeformular dazu finden Sie auf der Homepage des Bistums unter bistum-augsburg.de. Das war's von uns für diese Woche. Ich darf mich nun von Ihnen verabschieden und freue mich, wenn Sie auch am nächsten Sonntag wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie's gut, auf Wiedersehen.